schon irgendwelche Spuren von den Tätern? Nein, im Moment noch. Und in welche Richtung ermittelt die Polizei? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir werden Sie natürlich mit allen Kräften unterstützen. Ich möchte mich vor allem bei meinem Manager Sven Beckmann bedanken, der mich ganz nach oben gebracht hat. Bei Marie von Beinbach, die immer an mich geglaubt hat. Und natürlich bei meiner guten Seele, der Assistentin Pia. Und natürlich nicht zuletzt bei euch. Dich kann ich kaum hören. Und was ist, wenn ich fragen darf, mit Ihrer richtigen Mutter? Zu der hatte ich nie Kontakt. Und haben Sie sich nie gewünscht, sie kennenzulernen? Nein. Sie hat sich vom Acker gemacht, als ich 2 war. Und seitdem ist sie für mich gestorben. Sie urteilen sehr hart über Ihre Mutter. Sie ist damals mit unserem Onkel abgehauen und hat mich und meine Schwester einfach allein gelassen. Und das alles wissen Sie von Ihrem Vater? Ja, ich war ja noch viel zu jung. Und haben Sie nie wissen wollen, was aus Ihrer leiblichen Mutter geworden ist? Wozu? Ich kann mich ja nicht einmal an Sie erinnern. Meine eigentliche Mutter, das ist für mich immer schon Beatrice gewesen. Hier das Buch. Danke sehr. Oh, ich weiß, ich bin spät dran. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe noch eine wichtige Besprechung. Okay. Ich rufe Sie an. Gut. Tschüss. Tschüss. Was ist denn passiert? Dieser verdammte Lügner. Ihr Sohn? Nein. Mein Ex-Mann. Es tut mir leid, ich komme hier einfach so reingeschlichen. Schon gut. Kann ich vielleicht irgendwas für dich tun? Nee. Ist schon wieder okay. Soll ich vielleicht besser gehen dann? Hey, wir wollten noch ins Kino. Hey. Das können wir auch ein andermal machen. Moment, versteh mich nicht falsch. Ich würde sehr gerne mit dir ins Kino. Aber wenn du vielleicht lieber alleine sein willst. Es ist da gar nichts passiert. Außerdem habe ich schon Pizza bestellt. Ach so. Die kann ich ja schlecht alleine essen. Tja, dann helfe ich dir natürlich. Ja. Ich lass mir davon so einem blöden Interview nicht einen Abend versauen. Ja, das habe ich schon fast gedacht, aber. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Und wenn du noch was hörst, dann rufst du mich einfach an, okay? Danke. Tschüss. Hallo, Marc. Hallo, Marie. Setz dich doch. Gibt's denn inzwischen eine Spur oder einen Anhaltspunkt? Nein. Willst mir glauben, ich würde deinem Vater liebend gern gute Nachrichten überbringen, aber geht's ihm denn? Er ist immer noch auf 180 wegen seiner Sammlung. Es ist aber wirklich nicht leicht, an Leute ranzukommen, die hinter Kunstdiebstählen stehen, ehrlich. Ich kann mir schon vorstellen, was das für zwielichtige Gestalten sind. Du bist ja ganz verspannt. Ist dir das unangenehm? Nein, das ist schön. Ja. Entschuldigung. Die Herrschaften möchten dich sprechen. Guten Tag. Kommissarin Bittner, Marie Beinmann. Wir kennen uns. Darf ich vorstellen? Mein Kollege Huber. Guten Tag. Guten Tag. Ich warte da mal draußen. Nein, bleib doch bitte. Okay. Danke, Konrad. Was kann ich denn für Sie tun? Tja, Herr Roloff. Leider sind wir noch keinen Schritt weiter mit unseren Ermittlungen. Das habe ich befürchtet. Die zentrale Frage ist nach wie vor, woher die Diebe die geheime Fahrtroute des Kunsttransports hatten. Ja, das wüsste ich auch gern. Die undichte Stelle kann nur hier liegen.
Ich muss Sie daher bitten, mir Einblick in die Personalakten Ihrer Angestellten zu gewähren. Dann bekomme ich 13,50. Mhm, stimmt so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, dann fehlen nur noch die Pizzateller. Quatsch, die essen wir so aus dem Karton. Nee, das schmeckt doch nicht. Warte. Hey, Mann. Tut mir leid, ich wollte dir nur helfen. Oh, ich bin einfach mies drauf heute. Hey, schon okay. Du bist immer noch traurig wegen Christian, stimmt's? Nein. Ich habe mir nur mal eingebildet, dass ich ihm wichtiger bin als seine Karriere. Welchen Film wollen wir uns denn nachher ansehen? Wenn ich ehrlich bin, dann hast du doch keine Lust. Nee. Wärst du sehr enttäuscht? Ach was, gehen wir eben andermal. Es ist so typisch. Seinen eigenen Anteil an der Geschichte lässt Martin einfach unter den Tisch fallen. Ihr Sohn war natürlich zu jung. Aber haben Sie denn damals nicht mit Ihrer Tochter geredet? Doch, ich hab's versucht. Aber zu einer richtigen Aussprache hat er mir gar keine Gelegenheit gelassen. Er wollte natürlich das Bild des perfekten Vaters abgeben. Aber dass er den Kindern tatsächlich weismacht, ich hätte die Familie wegen eines anderen Mannes im Stich gelassen. Warum sind Sie denn damals fortgegangen? Ach, das ist nicht so einfach zu erklären. Es tut mir leid, aber ich möchte nicht darüber reden. Mai, Sie haben lange für meinen verstorbenen Mann gearbeitet und tun es jetzt auch schon eine Weile für mich. Sie wissen, dass ich Ihnen vertraue. Natürlich. Es sind Dinge in meiner Vergangenheit passiert, über die ich mit niemandem spreche. Kein Problem. Ich bin nicht besonders stolz darauf, was damals passiert ist. Nicht einmal Bradley habe ich davon erzählt. Aber Ihren Kindern werden Sie die Wahrheit wohl erzählen müssen. Oder wollen Sie sich nicht mehr zu erkennen geben? Was die Unterlagen betrifft, scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt, oder? Trotzdem würde ich Ihren Angestellten gerne noch ein paar Fragen stellen. Ist das nötig? Jemand muss die Fahrtroute verraten haben. Aber nicht aus dieser Firma. Würden Sie für jeden Ihrer Angestellten die Hand ins Feuer legen? Sie haben es hier mit Menschen zu tun, für die Zuverlässigkeit eine Art Lebensversicherung bedeutet. Wenn ich denen nicht trauen kann, wem dann? Gilt das auch für Ihr Büropersonal? Herrn Weber zum Beispiel. Worauf wollen Sie jetzt anspielen? Der Mann ist ein vorbestrafter Computerhacker. Ja, das ist mir bekannt. Aber hat durch seine Tat niemanden geschädigt. Herr Weber ist ein ausgewiesener Experte für die Sicherheit von Computersystemen und ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Das nicht. Sehen Sie. Also wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, ich habe noch zu tun. Auf Wiedersehen. Worauf Sie sich verlassen können. War ganz schön sauer, die beiden, ne? Das ist deren Problem. Hat die Kommissarin meine Vorstrafe erwähnt? Als letzten Trumpf sozusagen, ja. Und? Nichts und. Konrad, ich habe ihr gesagt, dass ich dir genauso vertraue wie all meinen Mitarbeitern. Danke. Deine Loyalität in Ehren. Aber? Was macht dich so sicher, dass du ihm tatsächlich trauen kannst? Schon zurück? War nur ein Kurzfilm oder was? Ist was passiert? Kein Bock darüber zu reden. Schaffst du den Rest allein? Ich will noch eben duschen, bevor meine Schicht anfängt, ja? Mach ruhig.
Ist irgendwas? Hab ich irgendwas gesagt? Dann ist ja gut. Sag mal, dieser Christian, du kennst ihn doch schon viel besser als ich. Wie ist der eigentlich so? Ganz nett. Ja, zumindest früher, bevor er auf Superstar gemacht hat. Warum fragst du? Nur so. Entschuldige, ich hab ganz vergessen, dass du nicht mit mir reden willst. Ich kapier nicht, was Lara an diesem aufgeblasenen Vollaffen so toll findet. Ist da jemand eifersüchtig? Quatsch. Was sollen jetzt diese Bemerkungen? Quetsch dich ja auch nicht über deine Schleimbacke Lukas aus. Haben Sie die Verträge schon durchgesehen? Oh, verzeihen Sie, ich wollte nicht stören. Was gibt's denn? Die Verträge mit Grossmann. Ja, später. Es ist eine schwere Entscheidung, oder? Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, mich den beiden zu erkennen zu geben. Halten Sie es denn für so ausgeschlossen, dass Ihre Kinder Verständnis für Sie aufbringen können? Ich weiß es nicht. Marie war damals ja noch klein. Aber sie hat mir die Schuld an allem gegeben. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Trotzdem. Wäre es unter diesen Umständen nicht besser, einfach nach L.A. zurückzukehren und das Kapitel hier abzuschließen? Nein, auf gar keinen Fall. Seit ich Felix begegnet bin, es ist, als bekäme ich plötzlich eine neue Chance geschenkt. Dann haben Sie sich im Grunde doch schon entschieden. Sie wollen mit ihm reden. Ja, aber noch nicht jetzt. Ich möchte ihn erst besser kennenlernen. Und Marie? Bei Marie ist es schwieriger. Ich gehe lieber noch aus dem Weg. Sie haben Angst, sie erkennt sie wieder. Womöglich verschließt Felix sich dann auch vor mir. Aber jetzt rufe ich ihn erst mal an. Vielleicht hat er ja Lust, mir die Stadt zu zeigen. Darf ich mal bitte? Moment. Danke. Hi. Hi. Die Polizei hat bei mir rumgeschnüffelt. Wie ist's gelaufen? Ergebnislos. Sag mal, wie gut kennst du eigentlich Konrad Weber? Es geht. Wir trinken ab und zu ein Bierchen zusammen. Wieso? Die Polizei hat mich nur daran erinnert, dass er vorbestraft ist. Ja, aber nur weil jemand eine Vorstrafe hat, ist er doch kein Kunsträuber. Natürlich nicht. Verdächtigst du ihn etwa? Fängst du jetzt auch noch an, ja? Ich frage ja bloß. Solange ich den wirklichen Täter nicht kenne, ist jeder verdächtig. Du meinst, es hat sich also jemand bei dir eingehackt? Irgendwie müssen sie an die Infos über den Transport rangekommen sein, ne? Trotzdem würde ich Konrad nicht verdächtigen. Ich meine, er war total offen zu dir und hat dir sofort von seiner Vorstrafe erzählt. Wie auch immer. Ich muss rausfinden, ob jemand an den Daten dran war oder nicht. Hey, ist immer noch sauer, weil ich dich wegen deinem Schatz hier aufgezogen habe. Lukas ist nicht mein Schatz. So, Jungs, ich bin dann weg, ja? Ich schau nachher vielleicht mal auf den Alt vorbei. Ja, mach das. Tschüss. Ciao. Oh, hi. Hi, Lara. Komm rein. Tschüss. Hi. 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 Was machst du denn hier? Ich habe mich vorhin ein bisschen blöd benommen. Und ich, naja, ich hoffe, du bist mir nicht böse deswegen. Ach, ist auch schon längst vergessen. Hast du schon was anderes vor inzwischen? Willst du doch mit mir ins Kino? Nee, ich wollte eigentlich ein bisschen an die frische Luft. Frisbee spielen zum Beispiel. Obwohl man bei dem Wetter wohl eher Schneebälle wirft, aber gerne. Hast du etwa Angst einzufrieren? Boah, und so jemand will nach Alaska. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Ich bin eben rücksichtsvoll. Das müsstest du doch schon längst gemerkt haben. Tja, wollen wir dann los? Ja, klar. Aber wir können nicht mit dem Motorrad fahren. Hast du schon wieder eine Panne? Naja, wozu gibt's Busse? Ich hab da eine bessere Idee. Falls du dich traust. Ja, 0 Punkte gewonnen. Ach, reine Glückssache. Nee, hey, wir können noch eine Runde spielen. Nächstes Mal. Frau Jones wartet bestimmt nicht gerne. Tschüss.
Soll ich wirklich mitkommen? Ja, klar. Warum nicht? Aber ich störe euch nicht gerne bei euren Fachsimpeleien. Ach Quatsch, wir reden auch bestimmt nicht die ganze Zeit über Filme. Und Frau Jones ist echt cool. Hey! Hey! Hi, nein, du alter Rumtreiber. Ach, du, ich bin gerade auf dem Sprung. Frau Jones von Daylight Pictures erwartet uns. Dann hat es mit deiner Bewerbung geklappt? Ja. Ich muss nur noch das Praktikum meinem Vater abwarten. Gratuliere. Ja, sie hat mir sogar schon Pete Meyers vorgestellt. Der Regisseur? Nee, der Gemüsehändler. Oh. Deine Frau Jones scheint ja tolle Leute zu kennen. Ja, wir wollen jetzt die Stadt zeigen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Lust schon, aber ich habe leider keine Zeit. Schade, sie würde dir bestimmt gut gefallen. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, da wären wir. Und, lebst du noch? Ja, ich bin hart im Nehmen. Da hast du mir einiges an unserer letzten Tour dazugelernt. Deine Art ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Aber besser als langweilig. Ich sag, aber musst du immer den großen Supermarker raushängen lassen? Nein, nicht immer. Schaffst du mehr als 5 Meter? Naja, lauf schon mal vor. Ist so okay? Nee, nicht so weit. So? Ist immer noch zu weit. Ey, ich bin klein und schmächtig. Aber 5 Meter kannst du schon werfen, oder? Hey. Hauptsache, du kannst mit deiner großen Klappe weiter als 10 Meter laufen. Sie haben gewählt? Ja, 2x Lamm. 2x Lamm. Und was möchten Sie trinken? Den Bordeaux. Und Sie? Egal, irgendwas. 2 Bordeaux. Mach dich mal locker, ich wollte das Essen genießen. Die Fragerei deines Bruders geht mir auf die Nerven. Lass ihn doch. Meinst du nicht, der ahnt vielleicht irgendwas? Kann irgendwer herausfinden, dass du von Marks Laptop aus die geheimen Daten abgerufen hast? Bin ich vom Fach oder nicht? Na also, worüber regst du dich dann auf? Diese ganze Situation macht mir zu schaffen. Dass Mark jeden in seinem Umfeld unter die Lupe nimmt, ist doch nur normal. Ja, jeden bis auf dich. Nach seinem Bruder nur über jeden Verdacht erhaben. Wenn er wüsste. Er weiß aber nicht. Du dafür umso mehr. Ist doch nett von ihm, dass er mich über jeden seiner Schritte informiert, oder? Das ist wirklich was Beruhigendes, muss ich zugeben. Hoffentlich ist einer dabei, der dir gefällt. Ja, ganz bestimmt. Hi. Kommt Lukas auch? Nee, der ist im Schneiders. Hast du mit ihm schon über Konrad Weber gesprochen? Ja, aber er schließt ihn eigentlich als Informanten aus. Obwohl, ich würde trotzdem ganz gerne Experten ans Netzwerk lassen. Ich kenne jemanden, der in solchen Sachen ganz fit ist. Er arbeitet auch fürs Label. Soll ich dir die Adresse geben? Ja, aber nicht heute Abend, denn heute Abend wird abgeschaltet. Bei einem guten Film. Ja, noch besseren Wein. Der noch in der Agentur steht. Oh, hier ist auch keiner mehr. Egal, es geht auch ohne. Nee, der Laden um die Ecke hat noch auf. Ich gehe kurz los. Wenn du dir die Mühe machen willst. Wenn ihr mit dem Film warten wollt. Klar. Aber eine Actionkomödie, ich weiß nicht. Ist dir der hier lieber? Oh ja, Liebesschnulzen stehe ich total drauf. Ich auch. Der arme Marc. Tja, da muss er wohl durch. Guten Abend. Ist Herr Marc Roloff zu Hause? Der ist kurz weg, aber Sie können ja hier auf ihn warten. Wir können schon ohne ihn anfangen. Das ist ein Durchsuchungsbefehl. Wir dürfen dabei, ja? Mal wissen, wo Tom wieder so lange steckt. Wir wollten eigentlich noch ins Kino. Wow. Der Waffenstillstand? Wir haben uns ein Beispiel an den beiden genommen. Ausgerechnet. Die verstehen sich doch super. Hin und wieder jedenfalls. Stell schon mal einen heißen Kakao für mich. Bin gleich wieder da. Okay. 2 Kakao bitte. Ja. Olli. Das war vorhin nicht so gemeint. Du kannst dich verlieben in wen du willst. Also, falls das jetzt eine Entschuldigung sein sollte, ist voll daneben gegangen. Wie man's macht, macht man's falsch. Bis du auf große Tour gehst, werde ich schon noch mit dir aushalten. Das wird aber eine echte Geduldsprobe für dich. Oh Gott, planst du jetzt doch länger hier zu bleiben? Vielleicht kommt mir ja irgendwas dazwischen.
Nee, lass mich raten. Spar dir das. Ich weiß, dass du ein Hellseher bist. Und ist sie denn genauso interessiert? Ich werde schon dafür sorgen, dass ihr diesen Popstar nicht mehr hinterherholt. Dann wünsche ich dir viel Glück. So, der Kakao. Ah, danke schön. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, ich habe einen Tisch bestellt auf den Namen Jones. Ja, richtig, gleich da drüben. Gut. Attraktive Frau, die da mit dem Beinbach. Stimmt. Wenn du weiter an Charlie Schneider rankommen willst, solltest du dich bei anderen Frauen zurückhalten. Zumindest hier im Bistro. Ich schau doch nur. Dein Lamm wird kalt. Na und? Immerhin hat sich dein Bruder anschießen lassen, damit du dir so eine feiste Mahlzeit leisten kannst. Dir wächst ja gleich ein Heiligenschein. Für Sie beide auch einen Aperitif? Nein, ich nehme lieber einen Bananensaft. Danke. Gut, und zwei trockene Sherry dann bitte. Sehr gern. Also es wäre wirklich nicht nötig gewesen, uns zum Essen einzuladen. Ach, ich bitte Sie. Sie beide haben sich so viel Mühe gegeben, mir die Stadt zu zeigen. Hat es Ihnen denn gefallen? Ja. Sehr sogar. Schade, dass meine Schwester Marie keine Zeit hatte. Die hätte Ihnen doch ganz anregend sein können. Sie haben Ihre Schwester gefragt, ob sie uns begleitet? Ja, sie wäre gern mitgekommen. Aber vielleicht klappt es ja ein andermal. Ja. Eben. Muss ich mir das überhaupt bieten lassen? Ich fürchte ja. Ich rufe jetzt Lukas an. Schließlich ist der Anwalt. Was ist denn hier los? Ah, Herr Roloff. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst. Wo ist der Durchsuchungsbefehl? Der geht nicht ran und den Bistro ist ständig besetzt. Ich fahr los und hol ihn. Glauben Sie eigentlich wirklich, dass ich die Bilder hier unter der Couch verstecke, hä? Wie wäre es, wenn Sie sich mal auf die wirklichen Täter konzentrieren? Das tun wir. Gegen Sie besteht dringender Tatverdacht. Sie sind vorläufig festgenommen. Entschuldige, ich muss mal eben telefonieren. Das nennt man Telepathie. Roloff? Lukas, endlich. Jule? Ist man nicht schon im Bild? Warte, ich kann dich kaum verstehen. Ich glaube, ich kann empfangen. Ein angehender Regisseur und eine hochtalentierte Tänzerin. Ich freue mich immer, wenn ich mit richtigen Künstlern zusammensitze. Zum Wohl. Naja, ich bin schon noch sehr angehend. Mhm. Und ich gehe noch zur Schule. Nicht so bescheiden. Ich fand das Tanzvideo wirklich sehr beeindruckend. Ich bin schon gespannt auf Ihre nächsten Projekte. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wie lange sind Sie denn noch in Deutschland? Das lässt sich in meinem Beruf immer schwer voraussagen. Haben Sie denn keine Familie in den USA, Kinder, die Sie vermissen? Ach, das ist ja Marie.